Emilie, bienvenue à j'ai acheté une raboteuse. Ich habe noch ein Paket erhalten. Und ich habe ein Duct Tape wiedergekriegt. Und ich glaube, ist hier noch was drin. Und ein weiterer Müll, um meine Türbretter anzufertigen. Ich probiere es. Ich benutze die nur mit Kabel, weil ich Angst habe, mich damit selber zu verletzen. Wenn das Kabel durch ist, kann ich am nächsten Tag nicht weitermachen, sondern muss es reparieren lassen. Deshalb müsste hier auch ein Hobel sein, der besonders gut für Türblätter geeignet ist. Der ist da auch drin. Da müsste noch Duct Tape drin sein. Man sieht auch, dass es das gleiche ist. Sehr schön, das hat funktioniert. Und hier ist ein Hobel drin. Und ich probiere aus, ob der läuft und in Ordnung ist. Was man für Türblätter braucht, ist das hier. Der ist wirklich derjenige, der Kugelbreite müsste die gleiche sein. So. Und gibt es einen etwas größeren Auslass, den man das weiß ich nicht, muss man in die Betriebsanleitung gucken. Momentan sieht es so aus, als ob der immer nur nach rechts blasen würde. Eine Absaugvorrichtung. Ah, das kommt rein. Dieses Montagezeug für die Türblattvorrichtung. Wie gesagt, dieses Ding, das nach oben klappt, ist das Besondere, deshalb funktioniert er auch für Türblätter gut. Das ist eine Betriebsanleitung. Und wenn der Motor anspringt, bin ich erstmal zufrieden. Naja, der andere, da ist das Hohlmesser ein bisschen untergelaufen und auch kommen, was wir in der Runde besprochen haben. Der hier läuft, glaube ich, nicht ganz so ruhig. Merke ich aber gleich. Deshalb ist der andere auch besser dazu geeignet, zu dürfen, das Holz gerade zu machen. So ich das tue momentan. Den brauchen wir später. So, das da unten, ich kann es zeigen. Ist eine elektrische. Das ist eine elektrische Anlage mit Schalter. Hier gibt es einen Schalter. Kann man aus- und anmachen.
Hobel muss man an so einer elektrischen Betriebsanlage betreiben. Da braucht man zwei Schalter für. Der ist lauter als der andere und läuft nicht ganz so durch. Im Grunde ist der nicht so schön, aber man braucht ihn für Türblätter. So, ja, das war's auch schon.